Berlin, Plötzensee. An einer stark befahrenen Straße ein großes Gedenkkreuz. Ein Mahnmal gegen die Verbrechen des NS-Regimes und ein Hinweis auf die nebenan befindliche Gedenkstätte. Dort, wo sich heute eine Haftanstalt für straffällige Jugendliche befindet, verloren in der Zeit der Hitler-Diktatur von 1933 bis 1945 fast 3000 Menschen durch Justizmord das Leben. Hier das gefürchtete Gefängnishaus 3, das Totenhaus, wie es auch genannt wurde. Hier in den dunklen Zellen warteten die von der NS-Justiz Verurteilten auf die Vollstreckung ihres Todesurteils. Im Geländeplan der Strafanstalt von 1935 ist neben dem Gefängnishaus 3 ein Lagerschuppen eingezeichnet. Dieser Schuppen sollte dazu dienen, ein Viertel der im Dritten Reich verhängten Todesurteile zu vollstrecken. Ein Teil dieser Richtstätte steht heute noch und dient als Gedenkstätte für die Millionen Opfer des Dritten Reiches, die wegen ihrer politischen Überzeugung, ihres religiösen Bekenntnisses oder ihrer rassischen Abstammung diffamiert, misshandelt, ihrer Freiheit beraubt oder ermordet worden sind. Die Stirnseite der Gedenkstätte wird gerade renoviert. Dahinter befindet sich der verbliebene Teil der Richtstätte. Der linke Teil beherbergt den eigentlichen Hinrichtungsort. Hinter dem dicken Vorhang, dort wo heute Blumen zum Gedenken mahnen, befand sich ab Februar 1937 das Fallbeil. Der Balken dahinter mit den langen Eisenhaken diente dazu, bis zu 8 Menschen gleichzeitig zu erhängen. Damit waren die Todesurteile rasch zu vollstrecken. Die Todeskandidaten wurden mit auf den Rücken gefesselten Händen hinter den Vorhang gebracht, auf das Fallbeil gelegt und geköpft. Die ganze Hinrichtungsprozedur dauerte laut NS-Protokollen nur wenige Sekunden, meist nicht mehr als 10. Als in der Nacht vom 3. auf 4. September 1943 das Gefängnishaus durch Bombenangriffe beschädigt wurde, wurden in einer Nacht 186 Menschen bei Kerzenlicht gehängt, hingemordet. Morgens um 8 stellten die erschöpften Henker das Morden ein, um am Abend mit frischer Kraft wieder beginnen zu können. Für jeden Mord erhielten sie bis zu 80 Mark Prämie. Den Hinterbliebenen wurde eine Kostenrechnung übersandt. 300 Reichsmark für die Todesstrafe, 288 für Haftkosten und Postgebühren, 158 für die Vollstreckung des Urteils. Macht zusammen 766,80 Reichsmark. Die sterblichen Überreste der Opfer wurden dem Anatomisch-Biologischen Institut der Berliner Friedrichs-Wilhelm-Universität übergeben für Experimentierzwecke. Im rechten Teil der Gedenkstätte befindet sich eine Ausstellung, die viele persönliche Schicksale dokumentiert und zur Erinnerung mahnt. In einem elektronischen Totenbuch finden sich die Namen und die Daten der in Plötzensee Ermordeten. Hier ist auch mein Großvater Rudolf Redlinghofer aus Krems an der Donau registriert. Er wurde am 11. Jänner 1940 in Plötzensee enthauptet, weil er als Zeuge Jehovas es ablehnte,
mit der Waffe in der Hand gegen seine Mitmenschen zu kämpfen. Möge die Erinnerung an diese Menschen nie vergehen.